Superstar Valentino Rossi, 39, hat beim Heimspiel in Mugello seinen ersten Saisonsieg in der MotoGP verpasst. Der Italiener wurde nach dem Start von der Pole Position auf seiner Yamaha am Ende Dritter. Ex-Weltmeister Jorge Lorenzo, Spanien, feierte seinen ersten Sieg für Ducati vor seinem Teamkollegen Andrea Dovizioso, Italien, WM-Spitzenreiter und Weltmeister Marc Marquez, Honda. Am Ende wurde der Spanier nur 16. und verpasste die Punkte. Nach 6 von 19 Saisonrennen bleibt er mit 95 Zählern aber Gesamtführender vor Rossi, 72, der auf Rang 2 kletterte. Service-Fahrerwertung MotoGP. Der Samstag in Mugello hatte noch ganz im Zeichen des Altmeisters gestanden. Rossi ergatterte nach 594 Tagen endlich wieder den ersten Startplatz. Es war die 65. Pole Position seiner Karriere. Damit zog der neunmalige Weltmeister in der Bestenliste wieder mit dem zweitplatzierten Lorenzo gleich. Nur Marquez, 74, war erfolgreicher. Moto2, Schrötter stürzt in Führung liegenden. Der Moto2 ist Marcel Schrötter in Führung liegend nach wenigen Metern ausgeschieden. Der 25-Jährige, der von Rang 2 gestartet war, zog auf seiner Carlex schnell an Polesetter Mattia Pasini, Italien, Carlex vorbei und führte das Rennen nach der ersten Kurve an. Dann aber rutschte Schrötter in der zweiten Kurve weg, stürzte und musste die Hoffnungen auf seine erste Podiumsplatzierung begraben. Mir ist kein einziger Sturz das ganze Wochenende passiert und dann so etwas Blödes. Ich weiß nicht, ob ich zu viel wollte, sagte Schrötter bei Eurosport. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist bitter, es ist so enttäuschend. Den Sieg in einem turbulenten Rennen mit zahlreichen weiteren Stürzen sicherte sich überraschend Miguel Oliveira, Portugal, KTM, der von Platz 11 gestartet war. Lorenzo Baldassari, Italien, und Joan Mir, Spanien, folgten auf den Plätzen 2 und 3. In der Gesamtwertung führt Francesco Bagnaia, Italien, alle Carlex mit 111 Punkten vor Oliveira 98 und Baldassari 84. Schrötter ist mit 37 Punkten 9. In der Moto3 verpasste KTM-Pilot Philipp Oettel ein Ring, 4 Wochen nach dem ersten Sieg seiner Karriere deutlich die Punkte. Der 22-Jährige fuhr auf den 19. Platz. Den Sieg sicherte sich Jorge Martin, Spanien. In der Gesamtwertung führt Marco Bezzecchi, Italien, KTM, mit 83 Punkten knapp vor Martin 80. Oettel ist mit 36 Zählern 10. Anfang Mai in Priores hatte er mit einem Sieg überrascht.